Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Beim letzten Mal haben wir hier die Superior Circuit Boards, heißen sie glaube ich, aufgesetzt, genau. Und die wollen wir jetzt heute in Electronic Logic Boards umwandeln. Dafür brauchen wir Solder, Integrated Electronics, Transistoren und die Basic Electronic Components zusätzlich zu den Circuit Boards. Haben wir Solder? Müsste, wenn ja, hier oben sein. Ja, Solder kommt hier rein. Das ist schon mal super. Okay, dann gucken wir mal kurz die Relation an. Wir brauchen nur ein Board. Das heißt, Requester by House, requeste doch mal bitte Boards. Und zwar nehmen wir 500 Stück. Dann requestest du Basic Electronic Components, 1000 Stück. Weil wir brauchen zwei davon jeweils. Integrated Electronics, was? Ne, Transistoren waren vier. Da machen wir 2000. Transistoren 2000. Was haben wir noch? Integrated Electronics und Solder jeweils 1000, okay. Hier ein Tausender. Und Solder auch ein Tausender. Sehr schön. In Ordnung. Das machen wir in einer normalen Assembly Machines. Wir produzieren hier, wir haben hier 10. Das heißt, ich denke, wir werden auch 10 machen. Oder 12. Ich denke, 12 passt schon. So. Wir haben relativ viele Inputs. Und zwar 5, um genau zu sein. Ich denke, wir werden die Transistoren auf einem eigenen Belt haben. Und ja. Machen wir das so. Transistoren kommen hier rein. Hier sind die anderen. Und das ist Output. Machen wir jeweils 6 auf jeder Seite. Ups. Licht fehlt gleich noch. Aber erstmal die Substation. MK2. Geht das? Das geht sogar wunderbar. Okay, Licht. Sehr schön. Okay, dann nehmen wir. Wir brauchen Loader. Vielleicht noch ein paar. Was fehlt mir hier schon wieder? Inserter. Was? Loader brauchen Inserter? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Haben wir von denen irgendwelche. Wir haben die hier drin. Wir könnten da ein paar rausnehmen. Man fehlt jetzt an Eisen. Nichts leichter als das. So, dann würde ich sagen, fangen wir hier mal mit den Boards an. Und wir wollten auch noch die Basic Electronic Components auf den gleichen Belt tun. So. Fast ein bisschen nah dran hier, aber wird schon gehen. So, da kommen die zwei. Das müssen wir natürlich auf dieser Seite auch noch machen. Wobei ich denke, wir gehen hier außen rum. Ich denke, das ergibt fast mehr Sinn. Das heißt, wir gehen hier weiter. Das ist der äußere Belt. Das ist, der kommt jetzt hier wieder rein. Weil sonst müssen wir das hier splitten und da haben wir nicht so viel Platz. Deswegen machen wir das so. Dann als nächstes wir Solder.
Und Integrated Electronics. Ups, das ist ein bisschen weit. So funktioniert das. Dann gehen wir hier auch außen rum. Keine Belts mehr. Naja, wir nehmen von den Gelben ja nicht immer, nicht wirklich viele mit. So, dann, last but not least, die Transistoren. Davon brauchen wir ein bisschen mehr, deswegen kriegen die einen eigenen Belt. So, Transistoren. Die kommen hier rein. Und das ist dann der Output. Der Output kommt hier durch. Naja, wir machen das hier für den Fall, dass wir hier in diesem Sektor noch irgendwie was anderes bauen. Glaube ich jetzt zwar nicht, aber kann ja nicht schaden. So, dann werden wir das. Wir brauchen wahrscheinlich ein Powerpole. Ja, das reicht nicht. Ärgerlich, naja. Wir sagen hier, wenn die, wenn Electronic Logic Boards, ich möchte von denen relativ viele haben. Wir machen mal 5000. Dann wird das aktiviert. So, jetzt fehlen natürlich noch Inserter. Das ist ja ganz klar. 4 machen hier auch 4. Ne, Moment mal. Ne, ich denke 2 reichen aus. Die sind nicht so schnell, oder? Genau, die brauchen 10 Sekunden. Das ist also kein Problem. So. Ups, ich muss gucken, dass ich das konsistent mache. Das ist jetzt genau nicht. Umdrehen, alle umdrehen. So, die äußeren legen raus, die inneren legen rein. Sehr gut, dann machen wir bei euch erstmal und sagen lang rauslegen. Und ihr lang reinnehmen. Dann fehlen hier auch nochmal Inserter. Dann sagen wir jetzt jeweils den mittleren lang nehmen. Und dann kann eigentlich angefangen werden zu produzieren. Und ich hoffe, dass es so mit dem Belt ausreicht. Sieht aber soweit eigentlich ganz gut aus. Das hier können wir wegnehmen und vielleicht hier wieder reinpacken. Die Fiberglass-Boards kommen hier rein. Wir haben super viel Zeug im Inventar. Ja, ich denke, das passt soweit. Damit haben wir Logic-Boards. Wofür brauchten wir die nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Faster Loader. Für die könnten wir die brauchen. Und wir sollten das mal erforschen.
Apropos Loader. Sollen wir die Loader-Produktion vielleicht irgendwo aufsetzen? Das Problem ist, Loader brauchen relativ viele Materialien plus Lubricant. Wie sieht es eigentlich mit unseren Bots aus? 3.900 verfügbare Bots. Das sollte eigentlich ausreichen, würde ich sagen. Also es dürfte eigentlich nirgendwo stocken, weil wir zu wenig Materialien haben, weil wir haben überall genug Materialien. Genau, hier wäre eigentlich, weil wir hier Zugriff zum Lubricant haben, wäre hier eigentlich eine gute Position für die Express Loader. Das Problem ist, wir haben hier keine Inserter und auch sonst fehlt hier Licht. Das ist natürlich jetzt nicht das, was ich sagen wollte, aber es ist trotzdem wichtig. Hier oben wird auch produziert, da ist auch kein Licht. Überall, wo irgendwie was produziert wird, muss Licht sein. So. Ja, hier stockt's auch. Woran liegt's? Zu wenig Gears. Wir könnten ja mal die Gear-Maschinen upgraden. Dafür fehlen uns jetzt noch natürlich wieder Steine. Und hoffen, dass es ein bisschen Abhilfe schafft. Der Belt ist auch zu langsam, ne? Wir müssen diesen Belt upgraden. Diesen Eisenbelt hier. Natürlich brauchen wir dazu erstmal einen schnelleren Loader. Dankeschön. Also wichtig ist, dass da erstmal genügend reinkommt. Und das müsste jetzt eigentlich ein voller roter Belt sein. Das heißt, die müssten durchgängig arbeiten. Was haben wir hier? Okay, wir haben zwei Nier, zwei haben wir Fine-Certain. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, ob das ausreicht. Dich upgraden wir ebenfalls. So, was fehlt? Es fehlen immer noch die Gears. Bringt dir das was, wenn wir dich upgraden? Wahrscheinlich müssen wir diesen Belt hier auch noch upgraden. Ich denke, das sollten wir auch direkt einfach mal tun. Auf der linken Seite ist es, glaube ich, jetzt nicht so dramatisch. Ich meine, wir können auch noch mehr Gears produzieren. Ich denke, das kriegen wir hin. Okay, jetzt kann es nicht mehr produzieren, weil der Belt voll ist. Das ist okay, damit habe ich kein Problem. Solange du hinterherkommst mit der Nachfrage, ist alles okay. Apropos, wir könnten hier mal ein bisschen was mitnehmen. Wir könnten hier mal ein bisschen Underground Belts mitnehmen. Aber dann wird hier auch mal wieder ein bisschen was produziert. Die sind natürlich super schnell. Ach ja, genau, wir können jetzt hier die Fünfer machen, oder? Dafür fehlt uns eigentlich, hier fehlen uns jetzt. Ja, genau, deswegen brauchen wir die Logic Boards. Ich würde sagen, wir nehmen uns da direkt ein paar Logic Boards mit. Zwei Stacks. Und jetzt fehlt Titanium Bearing. Warum können wir die nicht herstellen? Ach, die brauchen Lubricant. Oh. Das heißt, wir sollten uns hier vielleicht irgendwie eine Kiste hinpacken, wo wir zwei Stacks von diesen Bearings haben, die wir uns einfach mitnehmen können. Weil das Problem ist, ich meine, eigentlich müssten wir mal eine Automation von den ganzen Dingern hier aufsetzen. Aber das ist relativ aufwendig. Ich meine, wir müssten da einen Burner erstmal machen, wir müssten die ganze Geschichte machen, wir bräuchten super viele
Einzelteile. Das heißt, ich werde die wahrscheinlich weiterhin handcraften. Was ich aber nicht handcraften möchte, sind Motoren. Nehmen wir uns direkt ein paar Stacks mit. Ah, generell ist das Inventar wieder ein bisschen geclustert. Und was erforschen wir? Stack Inserter Capacity Bonus, warum nicht? Also sieht's von der Forschung technisch, fehlt irgendwas? Nö, wir haben, so wie es aussieht, von allen Science Packs genügend am Start. Dir fehlt was? Dir fehlt Electric Furnaces, dir fehlt Steel Furnaces. Was ist hier das Problem? Stone Bricks. Hä? Warum haben wir den normalen Stein? Du brauchst den normalen Stein. Eigentlich müssten hier Stone Bricks kommen, aber die fehlen uns. Okay, das ist ein Problem. Wir haben wirklich einfach zu wenig Stone Bricks. Ich meine, es kommt hier einiges an Stein raus. So ist es nicht. Es wird hier Stein produziert. Warum reicht das nicht? Von hier unten kommt gar nichts. Ach, ihr habt keine Kohle mehr. Da kam ursprünglich irgendwann mal Kohle rein. Das können wir fixen. Das ist ja eigentlich kein Problem. Wie sieht es mit dem Lubricant aus? Sehr gut. Alle drei Tanks sind voll. Plastik staut sich auch. Holz ist auch kein Problem. Okay. Hier. Ist ja eigentlich die Lösung relativ einfach. Ich denke, das Ding hier können wir abreißen. Wir haben hier super viel Platz, dadurch, dass wir in letzter Zeit wirklich einiges wieder abgerissen haben. Dann würde ich sagen, machen wir hier einfach einen Splitter hin. Und gut ist, es müsste die Probleme lösen, weil es hier stauen sich einige. Warum produzierst du nichts? Du hast eine Eisenplatte drin, das ist natürlich schade. So, ups. Hier, rein da. Wir haben weiter vorne eine Kiste. Schmelz das mal. So, jetzt sieht das schon viel besser aus. Jetzt müsste auch wieder ordentlich Stein hier reinkommen. Also, ich denke, wie weit staut sich das zurück? Sehr weit. Ich denke, das wird eine Weile reichen. Zum Glück haben wir hier noch den Abfluss. Aber das sind jetzt auf jeden Fall mal. Das ist ein richtig krasser Unterschied, wenn wir es hier sehen. Das ist. Die untere Seite ist fast voll. Hervorragend. Ich meine, wir könnten das sogar upgraden zu Steel Furnaces. Vorausgesetzt, ich habe welche im Inventar. Ich habe noch Mark 2 Drills. Die will ich eigentlich nicht unbedingt im Inventar haben. Das heißt, wir upgraden die mal. Ich würde sagen, das war es jetzt mal mit dieser Episode. Beim nächsten Mal, was machen wir beim nächsten Mal? Wir gehen weiter Richtung den Dingern hier. Da fehlt noch einiges.
Also da, ich denke mal, als nächstes gehen wir dann die Speed-Module an. Aber wie gesagt, das machen wir dann in der nächsten Episode. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.